Herzlich willkommen zurück zu Skyblock mit mir und dem lieben Sberrick, und die Konsole hat gerade ein Update gemacht, beziehungsweise die, ja, die Konsole. Ist natürlich alles die böse Konsole, macht immer Updates, ja, geht gar nicht. Darf's natürlich nicht. Bei mir heute Musik von Oberwerk nicht, also steht alles in der Beschreibung. Und bei mir von 7 Obu. Steht hoffentlich bei ihm auch in der Beschreibung. Oh, muss in der Beschreibung stehen, sonst darf ich die Musik nicht verwenden, ist lizenziert. Ja, eigentlich haben wir einen richtigen Scheiß, weil wir können uns nur Rüstung aus Leder machen. Was heißt der richtigen Scheiß? Für Skyblock ist das gut, wenigstens Rüstung. Was soll ich sagen? Ich hab eine Goldhose, Bitch. Ich bin rich. Ja. Bin rich, okay, Bitch. Wieder ein paar Mobs kloppen hier. Hast du gesagt, welche Folge wir sind? Yeah, Folge 9 sind wir. Gut. Oh Gott, sind da viele. Ja. Sind so ein paar. Oh Gott. Essen können wir jetzt ja immer regelmäßig, war das stört ja jetzt nicht mehr. Nö, ne, jetzt nicht mehr. Wir haben ja auch zig Kartoffeln, die müssen wir alle mal braten. Das ist das, was ich gerade mache. Sehr schlau, Junge. Und ich habe drei gegucktes Porkchop, aber das essen wir nicht. Das bleibt als Gedenken an Mr. Piggy. Mhm. Ey, kannst du dich da noch erinnern, wo wir uns über Sims 3 unterhalten haben, ne? Ja. Das ist jetzt mal ein bisschen Real Talk. Ich habe den Abend noch Sims 3 auf der Xbox 360 gespielt, 4 Stunden lang. Tja. Da habe ich nur Sims 3, aber oh, es ist so geil, dieses Spiel. Natürlich ist das Spiel geil. Deswegen freue ich mich ja sowas von auf Sims 4. Ich auch, ich werde es wahrscheinlich holen, aber alle Add-ons weiß ich nicht. Ich habe mir bis einfach tierisch, bei Sims 3 habe ich mir jedes Add-on geholt gehabt, und ich habe jedes Mal, wenn so ein Scheiß rauskam, 30 Euro bis 40 Euro hingeblecht. Hm. Aber damals hatte man noch das Geld. Ja, da war man noch jung. Da war man jung, brauchte das Geld nicht, weil das war alles lizenziert von Mama. Du bist sehr nett. Mann, sind ja viele. Es sind so ein paar Zombies. Also Essen haben wir genug, wenn wir hier aufmachen. Warte mal, einfach mal hier drüber hauen. Warte mal. Also oben rauf. Warum machen wir es ganz einfach? Ja, toll. Ja, oder so. Sonst hätte ich von oben rauf gehauen. So geht er auch. Oh, da sind eine Menge Creeper. Ach, so ein paar. Oh shit, da war ein Loch. Alter. Ich wäre hier fast runtergeflogen. Nein! Oh, du Vollpfosten! You've unleashed the Kraken! Gut, ich hab nichts Wichtiges dabei. Bist du gestorben? Ja. Nur meine Goldhose. Ja, scheiße, die Goldhose. Geil, die Spinne will das Skelett angreifen. Ja, aber nur weil ich bin drüber gesprungen, was passiert, geht ein Creeper hoch. Hm. Ich brauch ein Schwert. Sterbe gleich. Ich hoffe mal, dass ich inzwischen auch wieder normale Lautstärke habe. Nimm mal Blöcke mit, bitte. In meinem Minecraft ist hier zu laut. Was denn für Blöcke? Irgendwas, Holz. Ja, wir haben nur Holz. Ja. Was ich eigentlich in dieser Folge machen wollte, war der doppelte Cobblestone-Generator, aber jetzt hat sich das gerade irgendwie so aussieht erledigt. Jetzt müssen wir erstmal die Monsterfalle richtig hinkriegen. Die müssen wir mal richtig ausbauen an sich. Für die Leute, die es vielleicht interessiert, ich habe einen neuen Skin. Ja. Das hat er, wie immer, hier immer. Ja, ich versuche zurzeit halt erstmal den richtigen Skin zu finden. Pass auf den. Hast du den Enderman gehauen? Ja. Aber da es Tag ist, interessiert das nicht. Greift er da nicht an? Nein, im Tag verlieren die Enderman dich so von schnell. Dillet, versteck dich hinterm Kaktus. Ja, ich krieg grad richtig. Du hast genau einen im Kopf, ey. Ja, was sollst du sagen? Guck dich mal an. Oh Gott, ey. Ja, jetzt weiß ich, warum du so ein Derpface hast. Hey, der Enderman steht hier vorne. Nein! Ah, ich hatte nur ein Holzschwert. Ey, ich bin tot. Ja, aber vom Enderman. Auch ein Schwerter. Warte mal, ich krieg den Enderman noch, ich sag's dir. Den Enderman kriege ich noch, jetzt bin ich nämlich angepisst. Ich hab ein bisschen, Nein, der Enderman ist weg. Nee, da ist er. Ich habe ihn und hab eine Enderpearl. Nice. Alter. Aber bringt uns nicht wirklich viel. Ich muss diese scheiß Plattform erstmal reparieren. Jo, ich komm vorbei. Mein Creeper, du machst mir jetzt nicht schon wieder die scheiß Plattform kaputt. Oh, ich will irgendwie einen scheiß Nether. Ja, schon wieder einer. Ich hab zur Not Fackeln bei. Ja, dann leucht mal kurz hier hinten drinnen aus. Ich habe nämlich keinen Bock, dass ich von Creeper überrascht werde, wenn wir das hier reparieren. Den Enderman kloppen? Nee, lass den mal.
Was knurrst du mich an, du Bastard? Jetzt wird's lustig. Er greift echt bei Helligkeit nicht an. Deswegen. Ich weiß, was ich mache. Man könnte hier hinten mal so eine Rückenwand überall machen, dass man so dagegen fliegt. Weißt du, wie ich meine? Können wir. Dass sie eigentlich runterschießen können. Ja, kann man machen. Dann mach du das mal und ich kümmere mich erstmal hier drum. Ich muss mehr Holz holen. Dann können wir hier hoch und dann kann man von hier oben runter kloppen. Also, weil ich habe auch keine Axt. Damit habe ich jetzt mal Knochen kaputt schlagen. Wie die Höhlenmenschen. Ja. Muss doch. Der Höhlenmensch. Geil, Melone und Kürbis ist gewachsen. Ich will mal gerade bitte ein schönes Lied haben. Ich muss gerade mal so ein bisschen durchswitchen. Also macht euch da jetzt gerade keine großen Gedanken. Ich suche jetzt gerade. Ich habe eine Holzachs gemacht. Ich hab Bock gehabt, Stein abzubauen. Oh fuck! Hier ist ja Dings drinne. Was? Okay, die Holzachs kann ich vergessen. Ist da noch Worldbuilding drin? Ach so, ja, stimmt. Ich hab vergessen, World alle draus zu machen. Hey! Was denn? Hey, der hat uns einen Sandblock geklaut! Komm her, Bastard! Echt jetzt? Ja! Der hat uns einen Sandblock geklaut, super, jetzt haben wir einen Sandblock weniger. Scheiß Bastard! Scheiße, ey. Solange er uns keinen Grasblock klaut. Die dürfen nicht da hinten spawnen. Ah, da ist ja eigentlich genug ausgeleuchtet. Ja, da spawnen keine Tiere. Zurzeit nicht, nein, müssen wir noch gucken. Ich gehe jetzt mal das machen, was ich machen wollte, den doppelten Cobblestone Generator bauen. Was ist denn, wenn du den verkackst? Dann werden wir diese Map nicht weitermachen können. Das wäre echt scheiße. Ja, den Monat schon nach 10 Tagen ab. Ich bin gerade so schlau. Ich wollte gerade das Wasser von unserem Cobblestone Generator nehmen, anstatt das aus der unendlichen Wasserquelle. Ja, das wäre echt schlau. Melonen nehme ich mal mit. So, das ist doch schon mal schick hier. So, ich brauche Cobblestone. Boah, bin ich froh, dass wir noch eine Spitzhacke mit haben. Ja, eine noch. Ja, aber sonst hätten wir uns eine Holzspitzhacke machen müssen. Ah, ich muss rennen. Hier fehlt eine Tür. Ja, natürlich fehlt eine Tür. Die Tür steht. Ich meine, da sind eben 3 Creeper hochgegangen, also... Ne? Heißte. Weiß Bescheid. Ich finde den Typen einfach so genial, Seven Obu. War ja immer noch Overwerk. Ja, ich sollte mir auch mal Overwerk-Musik holen. Bonn gerade kein Vieh. Von das Beste ist ja, auch wenn ich ja jetzt nicht mehr Maker-Partner bin, da habe ich immer noch die Lizenzen an den ganzen Liedern von Audio Micro, die ich habe. Ja, die habe ich ja auch noch alle. Deswegen. Und du hast sogar noch eine Lizenz. Du musst unbedingt mal nach dem Passwort nachfragen. Ja. Mit deinem alten Kanal. Denn ich meine, so gesehen habe ich ja noch bis zum 16. Zeit, mir da alles zu holen. Nur das Problem ist halt, die ändern mal wieder ihr Passwort, ohne den Partnern was davon mitzugeben. Muss man erst wieder nachfragen. Und darauf habe ich meistens keinen Bock. Ich glaube manchmal, die machen das extra. Natürlich machen die das extra. Vor allem, was für Passwörter die da immer verwendet haben, ne? Das muss man mal den Leuten sagen, die nehmen meist, also ich sag nicht den Rest, aber die nehmen meist alte Künstler, also wirklich richtig alte, so wie Beethoven oder so. Und dennoch irgendeine Scheiße dahinter. Also ich meine, ein Passwort, das ist ja jetzt was älter. Ich glaube, das kann man ja sagen, wenn es schon verbraucht ist, ne? Das ist ja geändert. Man weiß ja nicht den Accountnamen. Ja, gut. Also ein Passwort war auf jeden Fall better than Mozart. Da habe ich mir am Anfang gedacht, als sie mir das geschrieben haben, ich denke mir so, also ist auf jeden Fall besser wie das Passwort davor, aber warum? Das war das nicht, oder war das nicht, glaube ich, das erste Passwort? Ich glaube, das war das erste. Ja gut, die ändern ihr Passwort eh irgendwie 5-mal im Monat. Fast täglich. Und geben nie Leuten davon mit. Denn so langsam brauche ich nämlich wieder neue Musik.
für so gut wie jedes Projekt. Oh, ich bin fast gestorben, ey. Hey, nicht während meiner Aufsicht. Obwohl ich keine Aufsicht habe, aber nicht während meiner Schicht. Die scheiß Creeper-Nerven. Oh nein, der schießt mich da runter. Rette sich, wer kann! Muss wieder Holz holen, da ist ein Creeper wieder hochgegangen. Ich hoffe, du verkackst den nicht. Ja, aber glaubst du, was ich tue? Den verkacken? Nee, hoffen, dass ich nicht verkacke. Hm. Wäre echt geil. So, was heißt denn hier und hier? Hier oben. Da kommt dann die Lava rein. Und ich glaube, dann kommt von hier hinten. Wichtig ist auch noch, Leute, schreibt uns mal bitte unbedingt Maps in die Kommentare, die man danach noch spielen kann. Ja. Ist immer noch sehr wichtig. Also ich weiß auch noch 1, 2, aber dann endet es auch bei mir. Also jetzt alle, die an sowas angelehnt sind. Sowas meinen wir. Und wenn nicht, du weißt, dass ich ja so ein kleines Map-Making-Tool habe, wo ich auch selber ein paar Maps erstellen kann. Und ich meine, das ist jetzt nicht so schwer, eine Survival Island Map zu machen. Ja, das könnte man auch mal machen. Also eine selbst vielleicht erstellen und die einen eigenen Namen geben und die dann groß veröffentlichen und groß breitreten und. Und dann wird Dülle wieder Geld geil. Nein. Nein, diesmal nicht. Darauf beziehe ich diesmal kein Geld. Da diese Sache diesmal nicht. Dieses eine Mal! Kann ich auch auf den Euro verzichten. Auf den. Einmal, jetzt bist du aber bescheiden. Ja. Immer. Oder werde ich jetzt beschissen? Okay, das ist falsch. Das ist eindeutig. Scheiß Skelette. Hau ich alle auf die Schnauze. Scheiße, ich sterbe gleich. Achso, Dulett. Der Server hat immer noch diese komischen Scheißprobleme. Mit dem Wasser. Echt? Ich hab neu gestartet. Trotzdem. Der war ja aus. Wir haben ja vergessen auszumachen, ne? Haben wir? Ja. Oh. Dulett, mach mal ein Backup. Ich hab Angst. Mach ein scheiß Backup einfach. Wie denn? Wenn du mir sagst, wie? Nitrado-Konsole. Ja, warte, dann muss ich... Kann ich das über Handy machen? Nein. Dann machen wir das erst im nächsten Part. Wir haben aber gerade mal 12 Minuten. Dann laufen wir noch 3 Minuten rum, zum Beispiel kloppen Zombies in der Zeit. Weil ich habe keinen Bock, die Map hier nach zu beenden, nur weil ich einen scheiß Cobblestone-Generator verkackt habe. Oder man macht einmal die Ausnahme, sollten wir ihn verkacken. Cheaten wir uns einen neuen Bucket oder was? Ja, dann geben wir uns neues Lava, einmal. Gut, können wir ja einmal machen, weil den einen Eimer haben wir ja schon verloren durch einen Bug, den wir uns nicht wiederholen. Toilette? Ja, ich gucke. Wuhu! Er funktioniert! Warte. Ja, der Block muss da bleiben. Ja, die Blöcke müssen da bleiben. Spirit, dreh dich mal zu mir. Warte. Brauch grad mal ein bisschen Cobblestone. Hi. Es funktioniert, Freunde. Hey, komm mal her, Kabel. Lag wirklich daran, dass es eins zu hoch ist, wa? Es lag ernsthaft an dem einen zu hohen Block. Warte mal. Geht das nicht einfach? Oh, hi. Nein, geht nicht. Das wäre dumm, wenn ich das so mache. Aber so geht's doch. Warte, dann musst du hinter dir große Blöcke machen. Ja, also hier und hier. Au! Wo standst du denn im Holzblock, ey? Ja, vor allem im Holzblock. Was soll ich dazu sagen? Hey! Arbeite! Hey! Alte Schwein. Lass mich raus. Dimitri will arbeiten nicht. Das ist geil, dass der klappt, ey. Das ist echt Hammer. Hey, jetzt können wir hier hinten wenigstens den scheiß Cobblestone-Generator wegmachen und den restlichen Dirt da drunter auch. Wollen wir wetten, ich verkack den, wenn ich einmal da abbaue? Ja. Ich werde dazu, dass der... Ja. Oh. Ich mache ja aber auch immer nur Risk, nur Fun, ey. Ja, das da vorne muss ich jetzt gleich noch wieder zubauen.
Das wäre es jetzt, wenn du den jetzt voll verkackst. Geht aber. Aber das fließt schön zu einem, das ist geil. Mhm. Das war ja. Das ist ja auch der Sinn dahinter. Echt Hammer. Aber das kriegt man bestimmt auch nur mit einer Wasserdings hin. Bin ich mir fast sicher. Nein. Sicher? Mhm, geht nicht. Weil das so rumfließen lässt, irgendwie so richtig weit rumfließen. Okay, ja, das könnte vielleicht sogar funktionieren, wenn das in zwei Richtungen fließt. Das ist eine Arbeit hier. Können wir uns endlich unser Haus bauen in den nächsten Folgen? Ja, würde ich auch sagen, dass wir damit anfangen dann demnächst. Mhm. Ich baue aber jetzt mal nur Dirt ein bisschen ab, um die Baumfarm zu verlegen. Das wäre geil. Nether-Portal, also dass man mal in den Nether kommt. Mich würde interessieren, was da ist. Ich weiß, was im Nether ist. Es ist jetzt nicht gerade sehr spannend, aber... Ja, kennt das man Problem... aus dem Nether-Gloster? Ja. Aber das Problem ist halt, ich habe keinen Bock, da so lange zu warten, bis wir dieses scheiß Portal ankriegen. Hm. Okay, der war noch nicht gewachsen, aber der ist gewachsen. Ich weiß nicht, ob der schneller ist, aber... Doch, doch, der ist schneller, weil du zwei Blöcke halt hast. Der ist halt doppelt so schnell. Und ja, ich hab gleich einen Stack. Ja, und hier oben drauf liegen auch noch ein paar Blöcke. Das geht eigentlich von der Schnelligkeit. Ist aber cool gemacht auf jeden Fall. Das ist ja gerade der Sinn an solchen Kabelzonen-Generatoren. So, wo erweitere ich jetzt hier die Welt? Willst du nur deine Baumfarm machen? Das sehen wir jetzt gleich erstmal. Ich muss jetzt... Mach dieses scheiß Loch zu jetzt! Ja, das ist auch, was ich gerade vorhatte. Bist du auch untergeklatscht? Ja, mach's aber bitte auf der unteren Ebene, nicht oben. Also nicht von... Nicht hier oben, das da. Nicht, nein, nicht so. Wieso nicht? So, dass es hier immer noch gerade ist. Ach so. Kürbis! Mhm. Fein. So, dann kann man hier noch erweitern. Pass auf, Sola. Da vorne ist ein Loch wieder. Wieder ein Loch gebordelt. Mhm. Wundervoll. Dann haben wir auch den Part geschafft. Ja, eine haben schöne wir. Errungenschaft. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns doch beim nächsten Mal wieder. Ah. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und haut darin, ihr Pappnasen. Bis dahin, ja. Tschüss. Dulles King Bitches, tschüss.